Willkommen zur Präsentation zu InfinitSim, den Simulator für Infinitheim. Und Infinitheim ist die Firmware, die auf der Smartwatch Pinetime läuft. Die Pinetime hier ist eine süße kleine Smartwatch mit 240x240 Pixel. Mit einem kleinen Mikrocontroller mit schnellen 64 MHz CPU, nur ziemlich einen halben Megabyte Flash-Speicher und auch nicht wirklich viel RAM. Das heißt, man kann leider kein vollständiges Linux drauf laufen lassen, sondern man muss etwas Kleineres drauf haben. Aber zuerst einmal, wie bin ich dazu gekommen, dass ich einen Simulator schreibe? Ich hatte eine Uhr. Die Uhr hat mir sehr gut gefallen. Ich habe die Möglichkeit, dass ich auf der Uhr selbst eine Firmware drauf spiele. Es ist meine einzige Uhr. Was ist, wenn das Flashen kaputt, die Uhr kaputt macht? Ja, statt dass ich es flashe, wieso schreibe ich keinen Simulator? Zuerst einmal, wie ist Infinitheim aufgebaut, also die normale Firmware für die Pinetime. Wir haben unten das NRF-SDK, die Low-Level-Schnittstellen, darüber die LVGL-Library, die ist für das Interface zuständig, damit man etwas sieht. Und dann noch FreeRTRS, damit wir Threading haben. Also statt dem Linux-Kernel haben wir ein FreeRTRS und eben ein System-Chip. So, wir sind hier in Open-Source-Land, also schreiben wir den Simulator nicht komplett selbst, sondern wir suchen uns einen Simulator, den es schon gibt. Für das LVGL-Projekt gibt es diesen schon. Der einzige mit CMYK-Support, den ich gefunden habe, war für Eclipse mit SDL und den habe ich dann genommen. Den Simulator, der Simulator ersetzt mir das FreeRTRS und alles, was mit Hardware spricht. Das heißt, ich behalte alles von LVGL, alles von dem System Task, alles, was die GUI ausmacht und simuliere alles, was mit der Hardware reden will. Und statt Hardware kommen dann eben simulierte Klassen oder Klassen, die diese Hardware so tun, als wären sie diese Hardware. Jetzt haben wir mal das Framework. Wo fangen wir an? Wir könnten alles auf einmal machen und dann hoffen, dass es funktioniert. Oder wir fangen klein an. Wir nehmen uns die kleinste Abhängigkeit und versuchen, die mal zu machen. Einen Screen at a time. Wir haben Display-App und Little VGL. Das sind so die Hauptthreads, die dafür zuständig sind, für Systeminterrupts, dass überhaupt Funktionalität da ist und dass die Screens auf den Screen kommen. Die habe ich mir mal rausgenommen und habe alles auskommentiert. Es hat nichts mehr gemacht, außer die Interfaces anzubieten. Aber das war für den ersten Screen genug. Ich habe es geschafft. Es spielt Pong oder Paddle in dem Fall. Das Ding habe ich als erstes genommen, weil es überhaupt keine Abhängigkeiten hatte, außer den Systemtask und das LVGL. Und als nächstes habe ich die Zeichen-App verwendet, InfiniPaint. Da war etwas mehr zu tun, weil wir so kleine Hardware haben, passt
der Bildschirm nicht nochmal in den Speicher. Das heißt, wir haben den Speicher wiederverwenden müssen und es wird dann direkt auf den Framebuffer geschrieben. Das wollte der Simulator nicht so gerne, also musste ich es ihm beibringen, dass er es wollte. Als nächstes noch einmal Pedal oder eben der Pong-Klon. Jetzt sieht man, die Schriftart habe ich gefunden. Wie ich angefangen habe mit dem Simulator, kannte ich mich nicht mit der Firmware aus. Ich wusste nicht, wie die Schrift zustande kommt. Aber nach einiger Zeit habe ich es eben gefunden und hinzugefügt und dann sieht es wieder aus wie auf der Uhr. Als nächstes das letzte Spiel auf der Firmware, die vorhanden ist, Twos oder ein 2048-Klon. Da war das erste Mal, dass LVGL Swipe Events simuliert werden mussten. Und ja, das ist dann auch wieder gegangen. Als nächstes die Metronom-App. Das war die erste App, die den Motorcontroller angesteuert hat. Das heißt, man kann ein Metronom einstellen und dann hört man oder bekommt man die Vibration mit dem Takt. Auf dem Simulator haben wir keinen Motor. Darum habe ich gedacht, irgendwie würde ich es doch gerne anzeigen. Also habe ich ein zusätzliches SDL-Window gemacht und dann einen Punkt gezeigt, sobald der Motor gelaufen ist. Nächste Hardware. Batterie. Wie viel ist das aufgeladen? Dadurch, dass ich auf einem PC gearbeitet habe, war es mir egal, ob ich 0% Akku hatte oder nicht. Ich habe keinen Akku. Aber 0% Akku ist auch nicht immer schön. Also habe ich mir gedacht, ich hole mir mein simuliertes Ladekabel. Einfach mal die simulierte Uhr aufladen. Und anstecken, abstecken. Jetzt habe ich schon einige Bildschirme gemacht und bis jetzt habe ich hardcoded die einzelnen Screens wechseln müssen. Das heißt, ich habe hier mal auskommentiert das Pedal, dann habe ich das Infinitime zum Beispiel einkommentiert, habe neu kompiliert und dann konnte ich es wieder neu starten und ich bin auf dem einen Bildschirm gewesen. Das ist für den Anfang ganz toll, aber es geht doch besser. Also habe ich den Bildschirmwechsel umgestellt, dass man eine kleine Funktion hat, die dann die einzelnen Screens aufruft. Und je nachdem, ob man 1, 2, 3, 4, 5 bis 10 gedrückt hat, ist ein anderes Screen gekommen. Ist zwar noch immer nicht das, was auf der Uhr ist, aber um einiges besser. Und was wäre eine Uhr ohne Uhr? Also kommen mal die ersten Watchfaces her. Hier mal das digitale Watchface und das analoge Watchface. Hier sieht man noch die Batterie und den Bluetooth-Indikator habe ich auch gleich mal bekommen und wie viele Schritte man hat. Die Uhr war schön anzusehen, nur leider ging sie falsch. Es war immer Mitternacht. Also holen wir uns die Systemzeit und wir haben eine Uhr, die wirklich die Uhrzeit zeigt. Und hier sieht man zum Beispiel auch, wenn man eine Notification bekommt auf der Uhr und die Uhr auf Do Not Disturb eingestellt hat, bekommt man ein kleines i, damit man doch etwas sieht. Dann gibt es noch die Pine Time Style Watchface und ein Quick Settings. Dafür mussten die allgemeinen Settings mal implementiert werden und ein kleines Filesystem gemockt werden. Also Standard-Filesystem einfach weiterreichen, damit die Settings auch irgendwo gespeichert werden konnten. Als nächsten Schritt habe ich das Swiping endlich implementiert, dass man
wirklich wie auf der Uhr von einem Screen zum anderen wechseln konnte. Und ja, jetzt hat man wirklich mal eine Uhr. Und sie verhält sich so wie die originale Hardware fast. Ich durfte nur nicht auf ein paar nicht implementierte Screens gehen, weil dann crasht das ganze Ding. Also implementierte ich die restlichen Screens, einen nach dem anderen, bis dann von Jeff, GF002, eine kleine Nachricht gekommen ist. So, er hat gesehen, ich mache da etwas Tolles. Könnte er das in den Community-Update-Post reinbringen? Und ich war ganz gechillt und habe ihm geschrieben, ja, sehr gerne. Und nach einiger Zeit hat er mir auch angeboten, ich könnte es doch in die Infinitime Organization ein eigenes Projekt aufsetzen und dort den ganzen Code hineingeben. Das habe ich dann auch gemacht und damit wäre es doch eigentlich schon vorbei. Der Pull Request ist fertig, das Projekt ist da. Nicht ganz. Wir sind Open Source. Ich war zwar fertig, aber die anderen waren nicht fertig mit meinem Projekt. Jeff hat zum Beispiel den Simulator genommen, hat das neue PinePhone Pro verwendet, ein Linux-basiertes Smartphone, und hat das da einfach mal runterkompiliert. Es hat funktioniert. Und daneben eben die kleine Uhr. Oder auf Wunsch habe ich dann noch das Feature hineingefügt, dass man den Framebuffer hinausschreiben kann, also einen Screenshot machen. Und dann ist für das nächste Community-Update hergegangen und hat einfach mal so gut wie alle Screens fotografiert oder Screenshots davon gemacht. Und diese Woche ist jemand hergekommen, ja, ich habe einen Chrome OS-Laptop. Es läuft. Geil. ja, und damit bin ich etwas zu schnell leider fertig geworden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und falls es Fragen gibt, bitte fragen. Ja? Bei der Python steht da überall immer noch dran, dass es einfach nur Development Device ist. Wie schlimm ist die Firma wirklich noch? Die Frage ist, ob die Pinetime noch eine, ob es wirklich nur für Entwickler ist oder ob man schon im täglichen Gebrauch auch verwenden kann. Die Pinetime hat schon einen sehr guten Bootloader, das heißt, man kann die Firmware hinaufladen. Wenn die Firmware nicht mehr funktioniert oder nicht funktioniert, startet das Gerät neu mit der alten Firmware. Das heißt, Updates kann man von GitHub herunterladen, da gibt es eine Release-Page. Da bekommt man eine ZIP und auf Android zum Beispiel mit GadgetBridge kann man die ZIP-Datei dann die ZIP-Datei enthält die Firmware und die kann man dann einspielen. Das heißt, es ist auch für einen Endanwender, der auf GitHub schauen kann und ZIPs herunterladen kann, ist es verwendbar. Wann funktioniert das AUR-Package wieder? Ich wusste nicht, dass es nicht geht. einfach ein Issue bitte bei Infinisim aufmachen. Ich werde mich darum kümmern, dass es wieder funktioniert. Ja, dadurch, dass ich selbst auch unter Arch Linux laufe, kann ich das schnell ausprobieren. Noch Fragen? Wenn es noch persönliche Fragen gibt, ich bin nachher noch hier. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.